Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch, wie ich diese wunderschöne Meerjungfrauentorte für Laras 5. Geburtstag gebacken und dekoriert habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe zuerst natürlich den Teig gebacken. Hierfür habe ich Butter mit Puderzucker und Vanilleextrakt in meinem Rührgerät miteinander vermengt. Die genauen Mengenangabe findet ihr in der Infobox. Für den Rührteig habe ich die Eier getrennt, habe hier einmal den Eiweiß und habe eine kleine Prise Salz darüber gegeben und habe sie dann steif geschlagen. Und die Eigelb habe ich dann nach und nach zu der Butter-Zuckermischung dazu gegeben, immer eins nach dem anderen und immer schon langsam verrühren lassen. Und natürlich war die Sophie auch hier mit am Start in der Küche, mit der Hoffnung, dass auch vielleicht für sie ein kleines Stück überbleibt. Nachdem das alles fertig verrührt war, habe ich dann das Mehl dazu gestreut zur Butter-Ei-Zuckermasse. Und dann habe ich da noch einen kleinen Schuss Milch. Ich habe hier Alpro Haselnuss Ersatzmilch dazu gegeben und habe das dann mit der Hand noch so verrührt. Und ganz zum Schluss habe ich dann den Eischnee langsam untergehoben. Was ich aber auch ganz vergessen habe, hier zu filmen, beim Eischnee ist dann noch der Zucker mit dabei. Ja, die Sophie ist auch mit hier noch immer, wie ihr sehen könnt. Also den Eischnee immer ganz vorsichtig, immer nach und nach einrühren und nachdem er fest geworden ist, den Zucker einrieseln lassen und den dann nochmal mit verrühren. Für die Meerjungfrauentorte habe ich mir überlegt, 3 verschiedenfärbige Böden zu machen. Deswegen habe ich hier den Teig in 3 gleich große, deswegen habe ich auch hier die Waage, in 3 gleich große Portionen aufgeteilt. Somit habe ich dann 3 gleichmäßige Böden. Diese habe ich dann mit Lebensmittelfarbe eingefärbt und habe mir halt Farben ausgesucht, die halt zu Meerjungfrauen passen. Einmal habe ich blau gewählt, dann habe ich auch lila gewählt. Und bei dem anderen habe ich mir überlegt, es würde echt cool ausschauen, wenn da so Zuckerstreusel da drin sind. Ob es funktioniert hat oder nicht, werdet ihr dann sowieso sehen. Zuckerstreusel könnt ihr euch vielleicht vorstellen, färben auch ab. Deswegen, ja, lasst euch überraschen. Während ich die Böden nach und nach nacheinander halt gebacken habe, habe ich in der Zwischenzeit mich um die Buttercreme gekümmert. Habe einfach eine ganz simple Buttercreme gemacht. Mengenangaben stehen wie immer unten in der Infobox. Habe hier, wie ihr seht, Butter mit Vanilleextrakt miteinander vermengt und habe dann anschließend einfach Puderzucker dazu getan. Und ja, das ist einfach die einfachste Buttercreme, die man herstellen kann, aber ich finde sie sehr, sehr lecker. Nach einer gefüllten Ewigkeit, man muss sich vorstellen, 3 Böden nacheinander zu backen, dauert seine Zeit, war ich dann fertig und die Böden waren dann auch ausgekühlt und so sahen sie dann aus. Also wie ihr seht, das Bunte schaut gar nicht so schlimm aus. Und da meine Böden ja richtig gut ausgekühlt waren, das muss ich auch nochmal wirklich betonen, ihr müsst euch wirklich hier nicht hetzen, vor allem wenn ihr mit Buttercreme arbeitet. Die Böden müssen richtig, richtig gut ausgekühlt sein und erst dann die Buttercreme auftragen, weil sonst könnt ihr euch vorstellen, na, Wärme und Butter ergibt flüssig. Ja, deswegen habe ich schon mal angefangen, hier meine Buttercreme zu verstreichen. Ich habe geschaut, dass es jetzt auch nicht zu viel ist, aber jetzt auch nicht zu wenig, damit die Torte jetzt auch nicht irgendwie trocken oder so ist. Und habe dann die Böden übereinander gestapelt und habe das gemacht, bis ich fertig war. Und dann anschließend habe ich dann die Buttercreme noch überall rundherum auf meine Torte verstrichen. Die erste Buttercremeschicht dient übrigens dazu da, um Ungleichmäßigkeiten schön zu bekommen, aber sie muss noch nicht perfekt sein, weil es kommt ja noch eine Schicht darüber. Die erste Buttercremeschicht ein bisschen auskühlen lassen, deswegen in den Kühlschrank und in der Zwischenzeit habe ich dann die restliche Buttercreme eingefärbt für meine Deko und habe dann nach circa 30 Minuten schon angefangen, die erste blaue Schicht aufzutragen. Ich habe mir gedacht, ich mache so ein bisschen Meeresfeeling und wollte auch so einen Verlauf zaubern, deswegen muss man auch nicht unbedingt sehr sauber arbeiten, das ist ja das Coole an diesen Meerjungfrauentorten. Es schaut nämlich tatsächlich schwieriger aus, als es ist. Und ich habe danach anschließend die lilane Buttercreme genommen und sie darüber verstrichen, was ja hier noch ziemlich ungenau und irgendwie ausschaut.
kommt im nächsten Schritt dann die Überraschung, wie schön der Verlauf werden kann. Hierfür braucht man einfach nur das richtige Werkzeug, einfach nur so einen Plastikspachtel und am besten so eine rotierende, wie nennt man das, wo man die Torte drauf herumdrehen kann. Damit könnt ihr wirklich super schön sauber arbeiten und ich habe hier, wie ich finde, einen sehr schönen Verlauf gemacht. Und bei der Torte oben war ich mir dann eigentlich gar nicht mehr so sicher, welche Farbe die Buttercreme haben soll und habe dann einfach wild herumgemischt, blau mit lila, bis es die Form bzw. die Farbe angenommen hat, die mir dann letztendlich gefallen hat und war über das Endergebnis, dass das Blau mehr durchgekommen ist, dann sehr, sehr, sehr zufrieden, weil das Ganze ja doch mehr nach Wasser und Meer ausgesehen hat. Und ja, das ist irgendwie das Coole an den ganzen Verläufen. Man kann sich damit austoben und ausspielen, also herumspielen, bis es das Endergebnis hat, welches einem gefällt. Und jetzt kommen wir zum allerbesten Part, und zwar zum Dekorieren. Ich habe mir hierfür die fertigen Flossen für meine Meerjungfrauentorte schon gekauft. Diese bestehen aus Zucker. Man kann sie aber auch selber herstellen. Man braucht sich einfach nur von Amazon so Silikonflösschen kaufen und kann dann schon die ganze Deko-Ware sich selbst herstellen. Ich fand das aber ehrlich gesagt ein bisschen zu mühsam und habe mir das schon in fertiger Variante gekauft. Die Muscheln, die ich da auch noch raufgebe, fand ich auch super, super süß. Leider waren die aus Marzipan und die Kinder fanden die nicht so lecker. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich fand Marzipan als Kind auch super ekelhaft, deswegen wundert es mich nicht. Ich habe dann den dunkelblauen Zuckerstreusel mir zur Hand genommen, den von Dr. Oetker, diesen Galaxy Mix, der finde ich passt super gut dazu. Und mit dem habe ich dann einfach bei der Torte rundherum so einen Streifen quasi gemacht. Ich habe auch versucht, das ein bisschen an die Torte ranzukleben, um aber auch nicht die Torte zu zerstören. Ganz nach dem Motto mehr ist mehr habe ich dann die gesamten Dekomuscheln drauf drapiert. Oben, unten, an den Seiten, überall, wo ich noch ein freies Plätzchen gefunden habe, habe ich einfach überall noch was raufgetan. Und was darf natürlich auf einer Meerjungfrauentorte nicht fehlen? Die Perlen natürlich. Dafür habe ich dann die von Dr. Oetker. Die haben so wunderschöne Zuckerstreusel in jeglicher Art und Form. So wie zum Beispiel diese goldenen kleinen Perlen, die habe ich dann so drüber gestreut, wie so ein bisschen Zucker. Das hat richtig süß ausgesehen. Und ganz zum Schluss habe ich dann noch so Eiweißdrops auch gekauft. Ich habe blaue und weiße gehabt und habe ich mir gedacht, dass ich so abwechselnd mal ein weißes und mal ein blaues drauf gebe als Kranz quasi so rundherum. Hat wirklich ganz, ganz lieb und ganz schön ausgesehen. Das war eigentlich so eine spontane Aktion. Ich hatte das gar nicht geplant, aber es hat tatsächlich besser ausgesehen, als ich mir das überhaupt vorstellen hätte können. Zu guter Letzt habe ich mir gedacht, dass diese blauen Perlen auch ganz süß aussehen würden und habe noch einige platziert am Rand, weil es einfach wirklich süß und herzig ausgesehen hat. Und wie gesagt, mehr ist mehr, so war mein Motto. Und tada, fertig ist meine Meerjungfrauentorte. Ist sie nicht wunderschön? Ich finde, sie schaut einfach perfekt aus. Die Lara hat sich sehr gefreut. Ein richtiger Hingucker für eine ganz süße Party für eine süße Meerjungfrau. So sah die Torte übrigens am nächsten Tag dann angeschnitten aus. Die Kinder waren hellauf begeistert und sie hat uns super lecker geschmeckt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!